knallroten Feuerzeug, so habe ich gesehen, am Kopf getroffen worden. Wir haben auch die Bilder dazu, haben es beobachten können. Es war am der Außenlinie vor dem Osnabrücker Tor. Irgendein völlig Verwirrter hat ein Feuerzeug geschmissen. Vielleicht wollte er den Schiri gar nicht treffen, ist aber völlig egal. Er hat ihn getroffen und der Schiedsrichter geht in die Kabine. Und das ist natürlich super bitter. So, die Szene jetzt mal hier. Da gibt es mehrere bemerkenswerte Sachen. Selke läuft auf das Tor zu, legt ihn sich noch mal vor. Jetzt Achtung, Skandal Nummer 1. Da läuft ein Osnabrücker Auswechselspieler auf den Platz und provoziert Davy Selke. Das zum einen. Und jetzt bleiben Sie mit den Augen beim Schiedsrichter. Achtung, im roten Jersey, im roten Trikot. Und jetzt gleich bückt er sich. Da ist er getroffen worden an der rechten Schläfe. Hier vielleicht noch deutlicher zu erkennen, Martin Petersen, und das Feuerzeug wird jetzt aufgefangen im Hintergrund von einem Ersatzspieler. Aber das geht gar nicht, dass hier Reservespieler auf den Platz gehen, den Gegner provozieren, bei aller Liebe zu einem tollen Pokalfight. Das geht über alle Grenzen hinaus und das ist gelinde gesagt skandalös. Der Schiedsrichter am Kopf getroffen, erinnere mich an Oliver Kahn, mal von einem Golfball in Freiburg war es, glaube ich, am Kopf getroffen. Und jetzt bin ich gar nicht sicher, wie das Spektakel hier weitergeht. Fußballerisch, Abbruch,